Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute ein Unpacking für euch. Und zwar hat mich nämlich der Zaubermond Verlag angeschrieben und mich gefragt, ob ich mich für Bücher aus ihrem Sortiment interessieren würde. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, denn nachdem ich mir deren Website angeschaut hatte, waren da schon einige interessante Titel dabei. Und sie haben mir jetzt sozusagen ein Überraschungspaket zusammengestellt mit einigen Titeln. Und das möchte ich mit euch zusammen auspacken. Der Zaubermond Verlag veröffentlicht vierteljährlich neue Romane verschiedener Buchserien zum Thema Mystery, Horror oder Science Fiction. Außerdem produzieren und veröffentlichen sie auch Hörspiele und Hörbücher aus den genannten Kategorien halt eben. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was in dem Paket drin ist. Das gute Stück sieht so aus und ja, dann machen wir das einfach zusammen mal auf. Wenn ich das hier so sehe, dann sehe ich schon einige Hörspiele und da wollen wir doch jetzt erstmal gucken, was das ist. Und zwar, wow, okay, ich hole die mal erstmal raus. Und zwar habe ich jetzt hier die ersten Hörspiele rausgesucht und zwar sind es 9 Stück und zwar zur Detektei Sonderberg und Co. von Dennis Erhardt. Und zwar sind es alle 9 Fälle, die bisher erschienen sind. Diese soll man alle unabhängig voneinander hören können. Allerdings ist es wie bei vielen Reihen ja üblich natürlich besser, wenn man die in der Reihenfolge liest, um halt bestimmte Entwicklungen vielleicht besser nachvollziehen zu können oder zu verstehen. Ich zeige euch die Cover jetzt beim Einzelnen, weil ich finde sie eigentlich echt recht hübsch so von der Aufmachung. Und zwar ist es einmal Detektei Sonderberg und Co. und der Mord auf Schloss Jägerhof. Das sieht so aus. Dann und der Tote im Rhein. Ich finde diese Aquarellzeichnung, sage ich jetzt mal, eigentlich richtig, richtig schön. Und die Jabloschkow'sche Kerze. Ich hoffe, dass das jetzt so richtig ausgesprochen wird. Das ist totaler Zungenbrecher, Mann, oh Mann. Und der malaiische Dolch ist der nächste Fall. Und das psychomagnetische Experiment wäre der nächste. Und der Spiegel von Burg Wischering. Da sieht so aus. Und der faustische Pakt. Sieht so aus. Und die letzte Nacht der Eva Prügoda. Auch schon wieder so ein Name. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist. Last but not least. Und der Fall Vandenbeek. So, und das könnt ihr euch schon mal genauer angucken, weil das kann ich euch nämlich auch noch verlosen. Das ist nämlich noch ein zweites Mal dabei. Da kann man sagen, habe ich auf jeden Fall schon mal einiges zu hören. Was relativ cool ist, das sind relativ kurze Episoden, denn die haben so zwischen 90 und 110 Minuten Spielzeit. Und das ist auf jeden Fall was Nettes für zwischendurch, sagen wir mal. Und ich möchte euch jetzt von dem ersten Hörspiel den Klappentext vorlesen, um mal einen kleinen Eindruck zu gewinnen, worum es da geht. Düsseldorf 1885, zu Zeiten der Industrialisierung. Dr. Friedrich Sonderberg, Schmetterlingssammler und Detektiv aus Leidenschaft, bekommt es mit einem kniffligen Fall zu tun. Im Hofgarten bei Schloss Jägerhof entdeckt er eine Mädchenleiche. Alles deutet auf einen Unfall hin, doch als Sonderberg zusammen mit seiner resoluten Nachbarin, der Dienstbotin Minnie Kockner, Ermittlungen anstellt, führen die Spuren in das Fabrikantenmilieu der ansässigen Industrie. Also, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz cool. So eine Krimi-Geschichte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf und werde euch ja dann dementsprechend auch berichten, wie mir das Ganze gefallen hat. Das nächste Exemplar habe ich sowohl als Hörbuch als auch als Printexemplar bekommen. Und das finde ich ganz gut, denn ab und zu finde ich es eigentlich ganz cool, so mal gesplittet ein bisschen zu hören und dann wieder zu lesen. Mal schauen, wie ich das hier machen werde. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen dunkler, würde ich jetzt sagen. Das heißt Hexenhammer, die Inquisitorin. Das sieht so aus, es ist auch der Auftakt jetzt. Und ich lese euch auch da mal den Klappentext vor. Der Baron Nicolas de Conde hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um die Unsterblichkeit zu erlangen. Sein Versuch, Asmodi zu betrügen, scheiterte und innerhalb einer einzigen Nacht wurden de Condes Frau Isabelle und seine Kinder im finsteren Wald von Wölfen zerrissen. Blind vor Schmerz ruft de Conde den Teufel ein weiteres Mal an und schließt einen weiteren Pakt mit einem weiteren Opfer. Ihr Name Charlotte de Conde. Und das finde ich auf jeden Fall klingt richtig, richtig gut und da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann sein wird.
Und auch hier habe ich etwas zu verlosen, nämlich das Hörspiel, das dann so aussieht. Der gerade eben gezeigte Roman bzw. das Hörspiel Hexenhammer, das ist ein Spin-off zu der Dorian Hunter-Reihe, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar habe ich hier aktuell Dorian Hunter 41.1 und Dorian Hunter 41.2. Das Ganze hat also, wie ihr schon merkt, sehr, sehr viele Teile, wobei ich hier hinten drauf eben auch sehe, dass es hier 47 Minuten und das andere halt 43 Minuten hat. Also es sind halt immer so relativ kleine Geschichten. Und der Klappentext vom ersten Band, den lese ich euch jetzt mal eben kurz vor. Der Reporter Dorian Hunter verirrt sich nach Einbruch der Dunkelheit auf das Schloss Dera von Lethian. Ein düsteres Geheimnis umgibt den Ort. Wer sind die acht unheimlichen Fremden, die alle am selben Tag wie Dorian geboren wurden? Und was bedeuten die Worte der Schlossherrin, dass Dorian genau wie jene acht Männer seit Jahren dort erwartet wurde? Ja, das finde ich klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Hier geht es eben um Übernatürliches. So wie ich es verstanden habe, geht es halt eben um Dämonen. Vielleicht spielen da auch Vampire eine Rolle. Und diese bösen Wesen, sage ich jetzt mal einfach, sind sozusagen in der Elite der Menschheit versteckt. Also sie wandeln eben maskiert als normale Menschen unter uns, als Banker oder eben Manager oder sowas. Hier hinten drauf steht halt eben auch, dass es ab 16 geeignet ist. Ich habe mir da so einen kleinen Teaser eben auch zu angehört. Und es klingt auf jeden Fall so, als wäre es sehr gewalttätig teilweise auch, als würde da ziemlich viel Blut spritzen. Auf der Rückseite der CD steht auch als Meinung, komplexe Handlungen, schwarzer Humor, Splatter-Ästhetik, ein dämonisches Hörvergnügen. Und ja, das finde ich klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und das ist auf jeden Fall was, was ich definitiv so noch nicht gelesen habe. Also so Horrorfilme kennt man ja, klar, aber so was Horrormäßiges tatsächlich irgendwie gehört oder gelesen, habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ich lasse mich natürlich immer von Neuem begeistern und auch von Neuem überzeugen. Ich probiere immer gerne neue Sachen aus und von dem her bin ich natürlich auch auf Dorian Hunter sehr gespannt. Und werde euch auch da berichten, wenn ich was gehört habe davon. In dem Paket enthalten ist auch noch ein Poster, und zwar von Hexenhammer. Gott ist böse, steht auch drauf. So, ich zeige euch das jetzt mal hier so. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Sowas habe ich immer ganz gerne dabei. Und es ist noch mit drin eine Tasche, also ein Stoffbeutel. Auch Stoffbeutel kann man niemals genug haben, gerade eben jetzt, wo man eigentlich ja keinen Plastikbeutel mehr kaufen soll. Und hier steht drauf, das Haus Zamis, eine Hexenchronik. Und hinten drauf Dorian Hunter, Dämonenkiller. Also das steht hier drauf und auf der anderen Seite steht nochmal was anderes. Ja, ups. Wie gesagt, auch auf jeden Fall immer sehr, sehr praktisch. Und wie ich eben gerade schon gesagt habe, habe ich ja auch noch ein paar Dinge zu verlosen. Und zwar einmal von Dorian Hunter, Dämonenkiller, das ist eben 41.1. Und auch noch den zweiten Teil davon sozusagen, 41.2, der heißt Dämonenkiller. Das wäre sozusagen eines der Pakete, das ihr gewinnen könnt. Und dann hatte ich euch ja eben Hexenhammer noch gezeigt. Das könnt ihr gewinnen als Hörspiel. Und eben von Detektei Sonderberg und Co. den letzten Teil, also beziehungsweise den aktuellen Fall. Und zwar der Fall van den Beek. Das sieht wie gesagt so aus. Aus diesen Hörspielen mache ich dann drei Pakete für euch und ich würde sagen, wir machen es einfach so, dass ihr mir in den Kommentaren eben schreibt, welches der Hörspiele ihr gewinnen wollt. Also eben entweder Sonderberg, Dorian Hunter oder eben Hexenhammer. Und ich packe euch natürlich die Teilnahmebedingungen auch nochmal in die Infobox, aber das Gewinnspiel wird auf jeden Fall von heute dann 7 Tage laufen. Und ich werde euch dann sozusagen in den Kommentaren nächste Woche bekannt geben, wer gewonnen hat. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall beim Zaubermond Verlag für dieses umfangreiche Paket. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jedes einzelne der Bücher. Aktuell muss ich sagen, dass mich Hexenhammer auf jeden Fall am meisten interessiert. Ich glaube, das werde ich mir als allererstes anhören, beziehungsweise das werde ich als allererstes lesen. Welches der Bücher habt ihr vielleicht schon mal gelesen oder gehört? Würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und generell würde mich auch interessieren, ob ihr irgendwelche Empfehlungen für Horrorbücher habt.
Also, wenn mir jetzt diese hier gefallen, vielleicht lese ich ja da mehr in dem Genre. Also, vielleicht habt ihr irgendwelche besonderen Empfehlungen für mich. Das würde mich auch sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!